Hi Leute, ich begrüße euch hier auf Vipers Meerwasser zu einer kleinen Versuchsreihe. Was ich nicht so richtig durchgeführt habe, die letzten Mal bei der Live-Vorstellung hier der Straton, ist die Lichtmessung. Das möchte ich heute nachreichen. Wir haben eine vorgegebene Lichtstärke, die auf unserem Gerät angezeigt wird. Die blende ich euch gleich mit ein zum aktuellen Licht. Und dann habe ich hier ein handelsübliches Paar-Messgerät von Apogee. Damit werde ich dann dementsprechend die Messung gleich durchführen. Ich werde die Kamera gleich dementsprechend absenken auf die entsprechende Höhe, damit ich mit ihr seht, dass ich so ungefähr tatsächlich auf der Höhe bin und euch dann das Messgerät hinhalten, damit ihr den Wert ablesen könnt. Und gleichzeitig habe ich hier von einem Screenshot gemacht. Den blende ich gleich auch ein. Könnt ihr die Paarwerte oben links ablesen. Also, auf geht's. Dann habe ich natürlich auch hier oben, auch über der Wasseroberfläche, wie man es jetzt nicht sieht, Mensch, Kerl. So. Also, das passt so Pi mal Daumen. Wenn ich das jetzt hier wegnehme, das ist so einigermaßen um die 480, 490 Paar. Passt das soweit? Ihr seht, ich schwanke hier mit dem Arm. Aber alles in allem, alles recht gut. Also die obere Messung würde ich ein kleines bisschen vernachlässigen, weil die Lampe ja sowieso auf 25 cm hängen soll, mindestens. So, wir gehen jetzt hier zum zweiten Messpunkt. Und zwar sollten hier um die 350 Paar herrschen. Ihr seht, das ist nicht ganz so einfach zu halten. Ich halte euch das Gerät mal rein. Ja. Also das passt definitiv, ein kleines bisschen mehr hier und da, aber die 350 werden schon gut gehalten. Das passt soweit. Auf zum nächsten Punkt. So, wir kommen zum letzten Messpunkt, weil tiefer geht es bei mir nicht. Angegeben haben wir hier so Pi mal Daumen um die 200 Paar. Und ich halte euch das Gerät auch wieder mal rein. Hoffentlich kriege ich das wieder vernünftig hin. Ihr seht's. 200 Paar, spitz auf Knopf und hinten die Messung, ihr seht, ist ein kleines bisschen tiefer. Also da kommt ein kleines bisschen mehr an. Es kommt, wie gesagt, natürlich auch auf die Oberflächenbewegung an. Alles in allem passt das soweit. So, blenden wir wieder raus. Ja, Leute, kurzes Resümee. Ihr habt gesehen, die Messungen haben soweit gepasst. Hier im oberen Bereich hatten wir eine kleine Abweichung gehabt. Die ist aber ein kleines bisschen an die Wasseroberfläche und an die Höhe geschuldet, wie hoch ich das Ganze über Wasser habe. Weiter tiefer hat das Ganze dann tatsächlich gepasst. Bei 45 cm lagen wir sehr genau, bei den 60 cm unten am Boden lagen wir auch sehr genau. Also ein sehr, sehr gutes Tool, woran wir uns halten können. Was ich noch erwähnen möchte, was ich auch nicht gesagt hatte, es gibt einen, ich sag mal, Sicherheitsmodus oder eine Sicherheitsanzeige, blende ich euch auch noch mal kurz mit ein. Dass wenn der Paarwert zu hoch ist oder zu hoch eingestellt ist, theoretisch gesehen, das wäre dann hier im oberen Bereich, werden die entsprechenden Zahlen rot dargestellt. Das sind Erfahrungswerte, da kann man sich dran halten. Ich hatte teilweise sogar ein bisschen mehr hier draufgepackt an Licht bei meinem Reefer vorher. Aber jetzt hier habe ich es runter reduziert und das funktioniert wunderbar. Also im Rahmen bleiben, dann passt das Ganze. Ich hoffe, ich konnte euch das Ganze hier ein kleines bisschen näher bringen, die Paarwerte, dass die auch tatsächlich so stimmen, wie die da angezeigt sind. Weil das ist ja immer so eine Sache, wir kriegen da was an die Hand und wissen gar nicht, ob es stimmt. Das wollte ich hier euch zeigen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. In diesem Sinne, schönen Tag, schönen Abend oder schöne Nacht, wann auch immer ihr dieses Video hier geschaut habt. Bis zum nächsten Mal. Ich zähle auf euch, euer Viper. Ciao. Thank you.